Hey Leute und herzlich willkommen jetzt hier zu einem neuen YouTube-Video. Und zwar, ihr seht es schon im Hintergrund, ich habe einen neuen Bildschirm oder generell mein Setup aufgerüstet. Ich habe jetzt hier in der Mitte einen 34 Zoll Monitor und an den Seiten meine zwei anderen 24 Zoll Bildschirme. Also das Setup ein bisschen aufgewertet. Das ist mega geil, weil ich jetzt zur rechten Seite den Discord sehen kann, in der Mitte die Charts analysieren kann und links noch den MetaTrader habe. Also jetzt wirklich einen vollumfänglichen Blick habe auf den Markt und auf alles, also eine richtige Station jetzt hier bei mir geworden. Darum soll es jetzt heute aber in dem Video gar nicht gehen, sondern es geht hauptsächlich hierbei um den MetaTrader 4 und 5, weil ich bekomme von euch immer wieder Fragen, wie schließe ich eigentlich Teilpositionen, wie kann ich mich in mein Konto einloggen, und das sind alles Dinge, die ich jetzt heute in diesem Video hier beantworten werde und ein Tutorial für dich. Also ich würde sagen, let's go! Bevor wir jetzt gemeinsam in den MetaTrader reinschauen, werde ich dir noch zeigen, wie du kurz dein Handelskonto erstellst. Ich persönlich bin jetzt seit ein, zwei Monaten zu RoboForex gewechselt. Vielleicht weißt du, dass ich vorher bei IC Markets war. Das Problem ist, IC Markets will langfristig keine europäischen Händler mehr unterstützen, dementsprechend auch keine Konten mehr bereitstellen. Deswegen habe ich mich jetzt umorientiert und zu RoboForex gewechselt. Das Coole ist, ich habe hier auch die Möglichkeit, gleichzeitig über einen Affiliate-Link dir Commissions zurückzugeben, 20%. Das war bei IC Markets nicht möglich. Deswegen, wir schauen uns das Ganze jetzt hier an. Klick am besten unten auf den Link über den Affiliate-Link, dann bekommst du 20% deiner Gebühren sozusagen zurückerstattet. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal hier auf ein Konto eröffnen. Und du trägst jetzt hier erstmal deine E-Mail-Adresse ein, das heißt, das machen wir jetzt hier in dem Moment auch erstmal. Dann deinen Vornamen, deinen Nachnamen, Handynummer brauchst du nicht, den Affiliate-Code, das ist der Code, den du unten auch schon in meinem Link gleichzeitig dabei hast. Und ansonsten, das hier müssen wir noch einmal anklicken und Angebote wollen wir nicht. So, und jetzt klicken wir auf Registrieren. Und ohne jetzt großartig eine E-Mail zu bestätigen, bist du hier dann instant in deinem Account drin. Dadurch, dass du ja jetzt hier auch erstmal nur ein Demokonto eröffnest, hast du jetzt hier auch noch nicht das Problem, dass du zum Beispiel noch irgendwie deinen Personalausweis oder irgendwas vorlegen musst, um dieses Konto hier zu eröffnen. Das heißt, ein Demokonto geht hier extrem schnell. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Konten, Demokonten und eröffnen jetzt hier nochmal separat eins. Wir können hier MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 auswählen. Wir gehen jetzt mal auf MetaTrader 5. Dann gibt es verschiedene Kontotypen. Ein ECN-Account bedeutet, dass der Spread, den zeige ich dir gleich, dass der einfach geringer ist. Dafür bezahlen wir aber eine höhere Gebühr pro Lot sozusagen, die wir eröffnen. Hier ist es andersrum, hier hat man einen höheren Spread. Also wenn du Swing Trading betreibst, das heißt langfristig tradest, dann ist ein Pro-Account auf jeden Fall ausreichend. Wenn du jetzt eher im Daytrading-Bereich bist, so wie ich, möchte ich natürlich einen sehr, sehr engen Spread haben, damit ich auch direkt ausgeführt werde. Deswegen handle ich hier mit einem ECN-Account. Ansonsten Hedge-System, ja, Hebel können wir noch einstellen, machen wir einfach mal 1 zu 500. Die Summe machen wir hier bei dem Demokonto bei 10.000 Euro und dann müssen wir hier noch ein Passwort eingeben, was wir sozusagen dann zum Login brauchen. Das sind jetzt dann hier die Login-Daten, das heißt, wir haben hier die Kontonummer, du siehst das Passwort und du siehst das Kontomodell und wir gehen jetzt gleichzeitig erstmal in den MetaTrader. Hier siehst du jetzt schon MetaTrader 4 herunterladen. Wir haben aber ja gerade ein MetaTrader 5 Konto eröffnet. Deswegen kannst du entweder hier über Konten auch den MetaTrader hier rüber herunterladen. Ich würde dir einfach empfehlen, geh sonst mal auf diese Website hier, MetaTrader 5, und dann klicken wir hier für den MetaTrader 5 Windows herunterladen. Also das ist sozusagen die offizielle Seite des MetaTraders. Das läuft einfach extrem rund. Deswegen hier kannst du es auch für Mac runterladen oder. Ich würde dir einfach raten, hier den jetzt erstmal runterzuladen und dann schauen wir jetzt gleich rein. So, ich habe jetzt erfolgreich den MetaTrader 5 nochmal heruntergeladen und du siehst es hier schon auf dem Desktop jetzt. Wenn du den öffnest, dann sieht das Ganze so aus. Deswegen, ich mache das jetzt mal Vollbild kurz. Also so sieht das Ganze dann erstmal aus. Du hast jetzt hier schon den Euro, US-Dollar, britischer Pfund, aber es hat noch nichts geladen. Warum? Weil wir noch nicht mit einem Konto verknüpft sind. Das heißt, du gehst hier einfach auf Datei, dann gehst du auf Konto eröffnen. Und jetzt müssen wir hier einmal RoboForex suchen. Und hier sehen wir jetzt den Server auch schon. Dann gehen wir auf Weiter. Und dann müssen wir letztendlich hier mit einem aktuellen Handelskonto verbinden. Und hier siehst du dann schon den Server, Forex ECN oder Forex Pro. Jetzt tragen wir hier Benutzername und Passwort einfach die Sachen ein, die wir auch schon zuvor eben in unserem Konto hier hatten. Das heißt, wir kopieren das einfach mal und tragen das hier ein. Incoming mail.
Und jetzt siehst du schon, dass wir hier in unserem Konto drin sind. Wir haben jetzt hier unseren Kontostand von 10.000 Euro, den wir ja dort auch eingestellt haben. Jetzt siehst du auch, dass die Charts hier schon alle funktionieren. Wir können jetzt hier einfach auf Großbild gehen, dann siehst du den Chart schon groß und hier unten kannst du dann zwischen den Währungspaaren wechseln. Du siehst jetzt hier unten, dass hier noch Indikatoren schon drin sind, unterschiedliche. Das heißt, da gehen wir jetzt gleich dann auch als erstes drauf ein. Trotzdem hier erstmal die Handelspaare an der Seite. Wenn ich jetzt persönlich den britischen Pfund japanischen Yen, kann ich den hier eingeben, britischen Pfund japanischen Yen, hier draufklicken und dann auf Enter, zack, habe ich den hier drin. Jetzt muss ich hier auf ein neues Chartfenster einmal gehen und jetzt habe ich hier den britischen Pfund drin. Sieht jetzt natürlich alles noch nicht so schön aus, deswegen das zeige ich dir jetzt einfach mal. Und zwar gehst du auf Rechtsklick, dann können wir hier erstmal so Tickvolumen ausstellen oder auch die Handelsebenen zum Beispiel oder das Gitter im Hintergrund. Und dann gehen wir einfach hier unten auf die Eigenschaften, zeigen Farben und jetzt können wir hier einmal die Farben anpassen. Zum Beispiel, wenn du eher mit einem Hintergrund arbeitest, der lieber weiß ist, dann kannst du dir das hier einstellen. Vordergrund soll natürlich schwarz sein. Der Balken hoch, Balken runter, können wir hier einfach schwarz auswählen. Und Kerze hoch habe ich meistens weiß, Kerze runter habe ich schwarz. Also relativ simpel. Und dann gehen wir einfach auf OK und jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Also hiermit können wir natürlich jetzt schon viel besser arbeiten. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch den Chart ein bisschen besser bewegen willst, gehst du nochmal auf Rechtsklick hier drauf, auf Eigenschaften und auf Allgemein und sagst Skala fest. Dann hast du den Vorteil, dass du hier nämlich um einiges besser dich einfach bewegen kannst im Markt und das Ganze nicht so starr ist. Ansonsten, wenn du jetzt hier oben noch die verschiedenen Zeiteinheiten haben willst, dann gehst du einfach auf Ansicht, gehst auf Werkzeugliste, Zeitrahmen, zack, haben wir auch schon hier die verschiedenen Zeiteinheiten drin. Wenn wir uns den Markt jetzt mal genauer anschauen wollen, dann müssen wir hier oben nochmal, hier steht Chart automatisch ans Ende scrollen, das auf jeden Fall nach rechts stellen, dann hast du einfach mehr Platz, kann man sich das ein bisschen besser anschauen. Und jetzt haben wir schon das Ganze hier eigentlich relativ gut eingestellt, also einmal unsere Vorlage auch, die können wir natürlich auch noch speichern. Das heißt, wir gehen hier auf Vorlage speichern, sagen zum Beispiel, weiß ich nicht, schwarz und weiß und speichern die einmal. Das heißt, wenn du jetzt hier drauf gehst, siehst du noch, dass die anderen Vorlagen natürlich noch drin sind. Und deswegen gehen wir auf Vorlage und dann schwarz-weiß, zack, haben wir hier auch die schwarz-weiße Vorlage drin. Also das geht relativ fix dann in dem Moment, wenn du dir das so erstmal eingestellt hast. So, jetzt möchten wir natürlich nochmal schauen, okay, vielleicht möchtest du Gold traden oder irgendwas, was du hier nicht findest, dann gehst du hier auf alle Symbole und dann siehst du, das, was hier gelb markiert ist, ist das, was du auch gleichzeitig aktiviert hast. Wenn du jetzt zum Beispiel unten auch Gold traden willst, dann gehen wir hier einfach Doppelklick drauf, zack, hast du den auch hier drin. Also du kannst einerseits hier drüber das Ganze suchen oder aber hier drüber einfach das Währungspaar auch suchen. Wenn dir die Liste hier zu lang ist und du die eh nicht tradest, kannst du die zum Beispiel auch einfach verstecken oder verbergen und dementsprechend hier auch so ein bisschen das Ganze aufräumen. Vom Konto her siehst du jetzt hier dein RoboForex-Konto, Willem Weise, also hier mein Konto einfach, was ich eröffnet habe, das nur mal so nebenbei. Und ansonsten, hier ist die Kontohistorie, das kannst du dir hier auch so ein bisschen höher verstellen, dann kannst du hier einfach besser was sehen. Und wir werden jetzt mal einen Trade machen. Und zwar, wir schauen jetzt mal, wo ein bisschen mehr Volumen vielleicht drin ist. Neues Chartfenster, Rechtsklick auf Vorlagen, schwarz-weiß. Und jetzt schauen wir einfach mal hier im Gold rein und scalpen jetzt hier einfach mal im Gold einen Short oder Long rein. Es ist relativ egal. 15 Minuten Support hier. Was können wir zusätzlich noch sehen? Ja, wir werden hier einfach mal einen Short, ist auch relativ egal, was hier passiert. Damit wir jetzt natürlich noch unsere Positionsgröße einmal ausrechnen können, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in einen Short reingehen, unseren Stop-Loss, wollen wir oberhalb der 30-Minuten-Kerze setzen. Das ist jetzt ein bisschen hoch, vielleicht mal hier 5 Minuten irgendwie auf, also das sind jetzt halt Punkte, deswegen das sind in dem Moment jetzt 100 Points hier, 1 Dollar sind dann 10 Pips in dem Moment. Und das heißt, einen Stop-Loss wählen wir jetzt einfach mal von 10 Pips. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Und zwar hier bei MyFXBook gibt es einfach den Calculator. Und hier können wir einfach einstellen, zum Beispiel Gold oder britischer Pfund, japanischer Yen. Das ist relativ egal. Also klar, es hat einen anderen Pip-Wert. Aber im Gold ist das manchmal ein bisschen schwierig zu handhaben. Deswegen geben wir hier einfach mal 10.000 ein. Risiko, wir wollen 2% riskieren. Der Stop-Loss liegt hier bei 10 Pips.
Und jetzt kalkulieren wir das Ganze einfach mal und jetzt siehst du hier, dass das bei 2,8 Lots sind. Das werden wir jetzt gleich mal sehen, ob das auch wirklich so stimmt. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben drauf und gehen auf 2,8 Lots und klicken Sell. Jetzt müssen wir das Ganze hier nochmal einmal bestätigen und eröffnen jetzt hier die Short-Position. Und du siehst jetzt, wir fangen direkt mit einem Drawdown von 84 Euro an. Und in dem Moment haben wir sozusagen nicht so ganz den Spread beobachtet. Deswegen müssen wir jetzt hier nochmal auf Zeigen. Hier können wir uns nämlich noch einstellen, und zwar das, was wir den Ask-Preis haben wollen. Wenn du hier drauf gehst, siehst du ganz klar den Spread. Also wir haben jetzt hier einen Spread von 2,9 Pips. Wir können auch hier zur rechten Seite uns das einmal anzeigen lassen, indem du hier auf Spalte gehst und dann das Ganze hier per Spread dir anzeigen lässt, dann siehst du, dass wir bei Gold gerade einen Spread von 2,4 Pips haben, 2,5, 2,7, also der steigt gerade. Und in dem Moment müssen wir natürlich aufpassen, dass du auch bevor du den Trade sozusagen eingehst, einfach den Spread schon im Blick hast. Hier müssen wir jetzt natürlich unseren Stop-Loss noch richtig platzieren, das heißt, wir gehen nochmal auf Rechtsklick, weil der das gerade aktuell noch nicht anzeigt. Und wir müssen jetzt uns hier einmal aktivieren, dass wir die letzte Preislinie vielleicht noch haben und Handelsebenen anzeigen. Jetzt siehst du auch gleichzeitig, dass wir hier reingegangen sind mit dem Short. Und wenn du hier draufklickst, kannst du einfach deinen Stop-Loss nach oben verziehen. Und wir hatten ja gesagt, bei 10 Pips, das heißt jetzt hier oberhalb dieser 15-Minuten-Kerze liegt jetzt unser Stop-Loss. Es ist jetzt hier natürlich relativ unglücklich, weil du siehst, dass der Spread relativ hoch ist. Wenn der Preis hier hinkommt, hat er das Hoch nicht mal gebrochen, aber der Spread würde uns in dem Moment schon rauskicken. Deshalb müssten wir das jetzt in dem Falle noch ein bisschen höher setzen, damit wir hier wirklich auch nicht ausgestoppt werden. Ja, ansonsten Take Profit. Wo wollen wir den hinsetzen? Einfach nur mal jetzt hier für den Beispiel-Trade. Den setzen wir jetzt mal hier unten hin bei diesem unteren Resistance-Level, hier vielleicht Support-Level. Einfach damit wir, weil wir davon ausgehen, dass hier diese klaren Kerzen zur linken Seite letztendlich korrigiert werden. Wenn du jetzt sagst, ich möchte meine Position erst eröffnen, wenn sozusagen der Marktpreis hier dieses Preislevel erreicht, dann kannst du auch einfach hier mit einem Sell-Stop zum Beispiel arbeiten. Wenn der Markt jetzt hier dieses Preislevel erreicht, löst er automatisch eine Sell-Position aus. Das andere geht auch andersrum, und zwar mit einem Sell-Limit. Ein Limit ist in dem Moment der Unterschied, wenn der Marktpreis jetzt hier hochkommt, geht er hier eine Short-Position ein, um dann das Ganze Short zu traden. Das heißt, das hier ist perfekt für so einen Durchbruchstrade, einen Sell-Stop. Sell-Limit ist eher, wenn du so einen Bounce traden willst. Genau, und hier unten kannst du dann per X auch einfach die ganzen Positionen wieder schließen. Wenn du jetzt sagst, oh, meine Position läuft hier in Drawdown, ich habe die und die Exit-Regel zum Beispiel auf der 5-Minuten-Chart, dann gehen wir jetzt hier einfach auf Doppelklick und so können wir jetzt Teilpositionen schließen und schließen hier einfach mal 1,4 Lots. Das heißt, die Hälfte der Position wollen wir jetzt in dem Moment schließen. Und dann gehen wir hier auf Sell und jetzt siehst du, dass wir nur noch 1,4 Lots offen haben. Und wenn wir jetzt auf Kontenhistorie gehen, dann siehst du auch ganz schön, dass wir hier in dem Moment die Hälfte der Position geschlossen haben. Also so kannst du letztendlich auch Teilpositionen schließen. Was ich dir noch zeigen kann, ist, wie du zum Beispiel hier auch Analysen machst. Gehst du einfach auf Objekte, sagst dann einfügen. Du hast hier alle Möglichkeiten. Also du kannst auch Linien, Trendlinien einzeichnen. Wir können auch auf Formen gehen. Rechteck zum Beispiel für eine Support Resistance. Das sieht dann erstmal komisch aus. Vielleicht auch bei dir erstmal rot. Ich hatte hier eben gerade schon dran umgestellt. Dann musst du aber noch auf Parameter gehen und auf gefüllt. Und dann kriegst du hier sozusagen deine Support Resistance Zone hin. Ja, ansonsten, das war es auch eigentlich schon soweit. Wir können jetzt hier auf den verschiedenen Zeiteinheiten schauen. Das heißt, so kannst du wirklich deinen Trade hier richtig einstellen, auch in dem Moment, und letztendlich Teilpositionen schließen, ranzoomen, rauszoomen. Vielleicht hast du auch irgendwie das Ganze mal so bei dir, dann weißt du, okay, hier oben musst du auf Kerzenchart wieder gehen. Manchmal verstellt sich da so ein bisschen was, dann muss man das Ganze einfach wieder richtig einstellen. Ansonsten noch als letzten Tipp, du kannst dir natürlich auch vom MetaTrader einfach die App runterladen. Das Ganze sieht dann so aus, wo du auch Trades drin nehmen kannst oder das Ganze ausführen kannst, dir deine Historie anschauen kannst. Ich persönlich würde empfehlen, dort jetzt nicht aktiv zu analysieren, weil es einfach doch sehr unübersichtlich ist und du gleichzeitig auch emotional bist. Wenn du deinen Trade dort eingehst von vielleicht unterwegs, bist du nicht konzentriert.
Trotzdem ist es hilfreich, dass man hier vielleicht nochmal einen Trade, der gerade noch läuft, auf jeden Fall nochmal checken kann. Ansonsten wünsche ich dir erstmal viel Erfolg beim Trading. Wenn dir das Video gefallen hat und du hier einiges mitnehmen konntest, gib dem Video ein Like und folge dem Kanal für weitere Videos. Und ansonsten, wenn du noch Fragen hast zum Trading, schreib mir gerne hier per Instagram. Und ich wünsche dir erstmal einen erfolgreichen Start.